Hallo und willkommen zurück bei Ark Survival Evolved, gemeinsam mit der Tibra. Hallo, grüß euch. Und mir, dem Anduin, grüß euch. Ja, wir sind natürlich auf unserer neuen Map noch immer unterwegs, der Center. Und haben ja die Total Conversion, wie heißt sie? Primitive Plus ja, Official, genau. Oder? Wir versuchen uns hier etwas einzuleben und häuslich zu machen, nachdem wir zuvor, glaube ich, 1000 Tode mit Raptoren gestorben sind. Ja. Aber wir sind nur immer in einer Aufnahmesession. Wir überlegen auch noch immer, was wir mit der Aufnahme genau tun. Das war über eine Stunde. Wir sind, glaube ich, jeder circa 10 Mal gestorben. Es kann auch sein, dass es als Zeitraffer bekommt. Werden wir sich überlegen. Wir wollen auf jeden Fall so schnell wie möglich dieses genial geile Gebäude sicher machen, weil der Koloss sich einiges machen draus. Also ja, ich freue mich schon, was es wird. Und ich freue mich auf meinen Trike, wenn ich wieder eins habe. Und ich freue mich auf Spucker, die mich verteidigen. Ja. Ein bisschen safe zu sein. So, ich brauche noch ein paar Fasern, dann stelle ich gleich eine zweite Kiste auf, oder? Hast du oder mach du die Kiste? Ich habe keine Fasern. Okay. Ich muss jetzt schauen, wie viel ich brauche, weil ich gerade alles rausgeräumt. Stroh, 20 Stroh. Na, mir fehlt das Stroh. Gut, ich hätte Stroh. Schmeißen wir es raus, bitte. Okay. Okay. Jeder mal wieder hier Steine zusammenklauben. Sind die Glühwürmchen so süß. So, ersten natürlichen Schutz haben wir mal vom Runterfallen. Die zwei Kisten versperren. Ist noch irgendwas unten? Ja, jede Menge. Okay, na dann laufe ich. Jede Menge ist da noch unten. So, und sobald ich Steinwände und so aufstellen kann, müssen wir uns überlegen, bin zu schwer, okay. Wo wir Mauern aufstellen, Absicherung zur Treppe. Ganz unten bei der Treppe und hier oben nochmal. Nein, ich würde es hier oben machen. Okay. Mehr ausräumen sollen. Ja. Ah, das geht noch raus. Gut. Also beim Blitz, da ist so ein Zischen im Hintergrund. Nicht immer, aber manchmal, das hört sich an, wie wenn irgendein Raptor oder so schreien würde. Zug jedes Mal. Hab ich einen Verfolgungswahn. Wir haben ja alles vor der Haustür, vom Stilli über diese Piranhas zum Spino. Das ist ja super. Ach. Nette Gegend. Kann jetzt leider nicht alles mitnehmen. Ja, zweites Mal auslaufen. Es sind leider nur mehr 50 Holz, aber es geht sich nicht aus. Ich kann mich nicht mehr bewegen, wenn ich die Anwendung mitnehme. Na, kein Problem. Ja, Tibra hat es ja schon kurz erwähnt. Also wir haben vor, dass wir das da ausbauen werden. Diese alte Anlage, was immer das sein soll in Wahrheit. Schaut ein bisschen wie eine Tempelanlage aus, die da auf dieser Insel gebaut wurde. Ich möchte auf alle Fälle auf der anderen Seite auch noch runterschauen, aber das werde ich erst am nächsten Morgen machen.
Zumindest haben wir jetzt ein Lager, um einmal wieder hier zu spawnen. Weil ich glaube, da es verschwindet ja, ne? Der Schlafsack verschwindet, glaube ich, ja. So, ich hole den Rest. Okay, mach das. Schon wieder der Blitz. Gott. Dann schauen wir mal. Ich habe 16 Punkte zu vergeben und ich würde ja schon so gerne, ich kann eine Holzmauer, aber ich habe kein Zaunfundament und das brauche ich, glaube ich. Ja, erst mit Level 10. Da ist natürlich die Frage, was lerne ich? Okay, eine Standfackel ist ganz okay, oder ich hebe mir die Punkte auf. Was ist jetzt? Ach, Hilfe. Ah, jetzt geht's weiter. bastelst du die Steinschleuder oder? Ja, kann ich basteln, braucht man. Wozu? Um die ersten Tiere zu betäuben und zu zähmen. Ach so, na, das macht man mit Okay. Narkosepfeile. Ah, ich dachte nur. Was Nervenschaden oder die Gesundheit? Ich muss mich richtig wehren können. Das Problem wird eher sein, nachdem die Dinos alle so hohe Level haben, wie wir da überhaupt was themen werden. Weil die Theming, also die Narkotikresistenz wird auch relativ hoch sein. Wenn sie vom Level her schon so hoch sind. So, habe ich jetzt alles mitgenommen oder bin ich nur so nach vorgelaufen und wieder retour? Nein, ich habe es mitgenommen auch. Oho, ich kann das Es kann sein, dass ich die Holzgeländer. Kiste vergessen habe zum Abbauen. Kann das Holzgeländer. Ja, da braucht man beim Holzgeländer Zaunfundament. Na, gell? Kann die Na, aber du kannst Holz. das Holzgeländer ja nur auf eine Foundation oder so stellen. Ja, stimmt allerdings. Außerdem, da bauen wir nicht mit Holz da rein. Naja, also so teilweise auf Stein drauf, du weißt ja, dass das ganz gut ausschaut. Das Zaunfundament auch schon, aber zu wenig Punkte. So, ich bin da runtergelaufen, weil ich möchte mir auf der anderen Seite da gegen Treppen abwärts, möchte mir das anschauen, was da unten ist. Ja, ich komme kurz mit. Ah, da wandert ein Trike. Siehst du, die Steine könnt ihr natürlich gleich Ja, aufsammeln. ich bin auch am Sammeln. Aha, da gingen jetzt Treppen wieder rauf. Das ist ja Ja, da kommst du auf verwirrend. der anderen Seite wieder rauf. Jetzt da wo er runtergeht. Oh, die habe ich gar nicht gesehen, die Treppen. Dass da in der Mitte runtergeht. Okay, geht's da auch irgendwo runter? Bin nicht sicher. Da drüben, ganz vorne sind Treppen. Ah, sehr cool, ja, das schauen wir mal. Da? Nein. Ah, da vorne. Da sind sie. Ein anderes vorne? Da. Ah, Da. dort. Da. Ja, das muss man dann. So, springt jetzt der gleich irgendwo ein Raptor raus. Da vorne kriecht irgendwas Kleines. Ja, das sind, glaube ich, die kleinen Aasfresser, gell? Okay. Gut, also die traue ich mir. Kommt's nur her. Wir brauchen eh Fleisch, ja, komm nur. Schau, die können nicht auf Treppen rauf. Und Level 55.
glaube, wir haben schon. sie. Ja. Was nehmen? Mach ich. Passt auf. So, und irgendwo müsste dann Da noch einer hinter liegen. dir. Ah, da. Was denn? So, da gehen wieder direkt nach raus. Okay, der Spino ist ganz nah. Ich würde sagen, Was heißt der Spino? Wo? da hinter die Säulen ist der Spino. Nein. Hast du ihn gesehen? Mir reicht schon, wenn du Spino erwähnst. Ah ja, ich sehe ihn. Schaut sehr nah aus. Ich glaube, es ist auch sehr nah. Oder? So, ich laufe einmal darüber zu den Treppen. Okay, da ist ein Durchlass. Hast du gesehen? Ja. Da kommt man. Ah, da kommt man in diesen Hof rein. Okay. Da kommt wieder so ein Aasfresser. Ah ja. Ach, wir hätten da gleich ein Dreieck. Jo. Den habe ich von Ja. oben schon gesehen. Wäre eigentlich ein cooler Hof für die ganzen Tiere. Ich glaube, ich werde hier mal abbauen, die Genau Schweine. das wollte ich nämlich sagen. Ja, aber das Gebäude zählt, glaube ich, nicht als Building. Da müssen wir irgendwas reinstellen, sonst bauen die nach. Campfire oder so? Ja. Oder ich mache Ah, gleich super, da Holz können von wir dir ein mal schönes dazu. Tor reinbauen. Hey, das wird wirklich geil. Schaut cool aus. Aber du kannst sie abbauen, weil dann kriegen wir zumindest einmal Steine, ne? Halbwegs geschützt, sage ich mal. Warum schaut da der Boden so komisch aus? Treibsand. Na, vor Scherz. Treibsand. Ich bewege mich eh schon wie auf runder Erna. Okay. Ich traue mich schon gar nicht mehr nach vorher. Jedes Mal schaue ich nach links und rechts, ob nirgendwo ein Raptor angestürmt kommt. Aber das ist cool, wir haben da eine kleine Bucht, also da können wir die Hafenanlage bauen. Und es ist da einiges, dass wir Holz abbauen können. Dann könnte ich nachher. Oh! Ein Raptor, du wirst das nicht glauben. Ach du Kacke, ich glaube, lauf, lauf die Treppen rauf. Lauf, lauf. Okay, ich bin. Ich hoffe, er frisst den Dodo und bleibt nicht an mir dran. Ah, lauf. Scheiße. Bin an der Treppe und warte, wenn er nachkommt, versuche ihn an der Treppe zu erlegen, weil ich glaube, mit den Treppen haben sie ein Problem. Das hoffe ich stark. Da gehen übrigens, das sehe ich von hier oben, Treppen runter zum Strand. Oh. Na, durch die Bögen. Ja, aber wo, auf welcher Seite? Ach so, Rechts, da jetzt. Wasser. Rechts im Da Wasser. unten, Treppen zum Ach so, Strand. ja. Okay, mit was wollen wir das Nachspawnen verhindern? Soll ich, Was wollen wir hinstellen? Naja, es ist ja so, dass im näheren Umfeld, wenn wir was aufbauen, ja sowieso nichts mehr nachspawnt, ne? Das heißt, wir müssten es abbauen, stellen zum Beispiel eine Futterkiste auf und schauen dann, was nachgespawnt ist. Dort stellen wir im Hof wieder eine Futterkiste auf, die müssen ja nicht alle voll sein, ne? Aber irgendwas Passendes halt immer hinstellen. Nur Futterkiste kann ich noch nicht. Ja, das ist schon klar. Aber ich glaube, wir werden auch noch einige Zeit brauchen, bis das alles ausgebaut ist. Ja, das denke ich auch. So, ja, dann sammeln wir mal die Steine da auf. Wir sollten dann wieder mal jagen gehen, Tierhaut und so weiter Wie und schaut's bei Fleisch. dir aus mit Fundamenten? Ja, Holzfundamente kann ich. Okay. Überlege nämlich gerade, mit was wir den Strand absichern, ob wir dort mit Holz bauen. Und dann könnten wir den zumindest schon mal zumachen, dann haben wir da unten unsere Holzressourcen, das sieht man glaube ich von da sogar.
Das ist da unterhalb von uns. Ja. Das sieht man nicht wirklich. Aber es ist da Langsam. unterhalb von uns. Da sieht man es ein Okay. bisschen. Wenn man da die Treppen runterkommt, sieht man da unten einen Strand. Siehst du das? Rechts Ja. unten. Und da bin ich gerade gewesen. Und der zieht sich da so nach hinten in die Länge, wo unser Arkadengang ist. Da geht er ein Stückchen nach hinten. Und da stehen Ja. überall Palmen. Okay. Wenn man den jetzt Ach schau, ja, da der unten läuft Raptor. der Raptor. Er frisst unsere Dodos. Ja. Solange er die Bitte frisst und nicht mich, ist alles okay. wann? So, ich glaube, ich habe Fleisch. Sechs, das hätte ich fast vergessen. Fünf Fleisch, gleich einmal rein da und drei Holz dazu. Mhm. Oh, ich kann, wie gesagt, ich kann Holzfundamente machen, Holzzaun und Holzmauern bereits. Was hättest du denn gerne? Ja, wenn man mit den Strand mit Holz absichern, dann könnte man schon mal anfangen mit dem. Holzfundament, Zaunfundamente. Ja. Also die Zaunfundamente fehlen mir noch, um die Mauern, Holzwände aufzustellen. Ah, okay. So war mit dem nächsten Level und ich arbeite Ja, daran. oder wir warten wirklich auf die Steinwände. Ich schau mal nach, wann die denn kommen werden. Ich habe jetzt Level 10. Weil Level 15. du kannst ja anfertigen und wir legen es in eine Kiste, das Zeug, was du anfertigst. Das, was halt sinnvoll ist, damit du levelst. Okay. Damit du dich so hoch. Wir können unten ja trotzdem ein paar Holzfundamente für die Kackkisten aufstellen oder in der Richtung. Ja, das könnte man gleich, wo man runterkommt, oder? Wo die Stufen zum Strand sind, dass man dort die Gärten anlegen. Genau. Ja, dann könnte ich schon mal was bauen, was Ja, mir. für unsere Zuseher, auf was wir schon sehr gespannt sind, ist also mit der Total Conversion, die wir da haben, diese Primitive Plus Official, gibt es einiges an Nahrungsmittel zusätzlicher. Angeblich, glaube ich, kann man Weizen anbauen oder so. mir fehlt eindeutig Stroh und Fasern. Also, wir müssten uns wieder runterwagen. Ja, tun wir sowieso. Brauchst du was zum Essen? Ich habe ein Fleisch bei mir und Beeren sammle ich sowieso. Alles klar, okay, dann behalte ich jetzt einmal das Fleisch. Das Leder tue ich auch gleich rein und ich werde uns gleich Schlafsäcke nachproduzieren, sobald ich ausreichend Leder habe. Okay. Ja, einer geht sich schon einmal aus. Den produziere ich gleich und lege ihn rein. Sammle all die Steine. Wir brauchen ja alles Mögliche. Schauen wir mal, was am Fuße der Treppe auf uns wartet. Du hast die Zeit im Auge? Ich hab die Zeit im Auge, ja. Ich sag Bescheid, wenn es soweit ist. So, Okay. Nahkampfschaden bin ich jetzt mittlerweile auf 160, also schon langsam wird's ja. Ah, da steht ja noch die Kiste. Ich glaube, die werde ich abbauen, gell, wenn es leer ist. Ja, die ist leer. Okay, ah, du bist da vorne raus. Okay, na, ich gehe hinten. Nachdem ich jetzt einen Schlafsack reingelegt habe, eine Reserve, War mal mutig, ne? sind wir mutig, genau. Nein, wir werden das natürlich nicht gleich aufs Spiel setzen. Das bisschen, was wir erreicht haben, aber trotz allem, wir brauchen einfach Ressourcen und damit. Der Spinno ist auch weg da vorne. Okay, wir müssen uns darunter wagen. Ich werde wahrscheinlich auch ein paar. Gehst du Fleisch jagen? Ja, dann hole ich mir. Ich gehe Beeren sammeln, Fleisch jagen, Fasern, Ich brauche baue da ab rundherum. alles. Ich brauche alles. Alles und noch viel mehr. Der Spinno taucht, bitte. Der ist total unter Wasser in dem See. Okay. Schaut überhaupt nichts mehr raus von dem. Ja,
Ja. Aber er ist jetzt weiter weg. Okay. Was wolltest du? Mit Holzfoundations für die Gärten werde ich das, glaube ich, alles absichern, beziehungsweise dass nichts mehr spawnt, oder? Mhm. Ja, ich weiß noch nicht, wie alles angebaut gehört, ne? Also Stroh bin ich mir nicht sicher, ob das in so Gemüsebeete reinkommt, aber das werden wir dann eh sehen. Unbedingt Beeren. Beziehungsweise Blödsinn, ich habe nur das Fleisch. Da werden wir mal was essen davon. Ich bin schon fleischlos. Okay, du sammelst dir aber Beeren auch oder so, ja? Ja, ich also bin zwar im Moment überfüllt, aber... Verlass dich bitte nicht darauf, dass ich ausreichend finde. Und wieder mal zurücklaufen. Der Weg ist etwas weit. Besonders dann, wenn man überfüllt ist. Ja, darum bin ich auf der rüberen Seite gegangen. Okay. Werde das, glaube ich, auch machen. Das einzige Problem, was ist, es sind da keine, also zumindest auf der Seite, wo ich jetzt gerade alles abbaue, überhaupt keine Gewächse, wo man Fasern und Beeren rauskriegt. Oh, das ist Käse, ja. Okay.